Platz erhalten. So, jetzt brauche ich hier vorne einen Freiwilligen. Michael, du hast ja noch das Mikro, ja? Dann komm mal nach vorne, sei mal mein Freiwilliger. Dein Applaus, Michael. Guck mal, wir sind alle noch zögerlich. Möchtest du auch Kriegsbemalung haben oder lieber ein bisschen Lippenstift? Nee, lieber Kriegsbemalung. Nein, komm, brauchen wir nicht. Es war? Nimm mal den Stift in die Hand. Es war? Kriegsbemalung? Sieht gut aus bei dir. Komm. Jetzt. Wunderbar. Kriegsbemalung für dich. Achtung. In Spaß. Aber ohne Bart. Warte. Das ist leider permanent. Sehr schön. Achso, die Hülle. Danke. Dafür hat er sich eigentlich schon mal einen extra Applaus verdient. Ja, ja? Michael, pass wunderbar auf, nimm mal den Stift in die Hand und stell dir einfach vor, wir sitzen hier draußen irgendwo ruhig in der Ecke. Und jetzt haben wir uns über die Verkaufsausbildung bei Bayreuther Training unterhalten. Ja? Du weißt jetzt, lieber Michael, dass du, wenn du dich für uns entscheidest, langfristig mehr Umsatz machen wirst, das sieht übrigens sehr amüsant aus mit dem Strich da so drauf, dass du mehr Umsatz machen wirst, dass du weniger mit Neins zu kämpfen haben wirst, weil du immer weißt, was du zu sagen hast. Und wir wollten nicht zu viel verkaufen, das regt die Leute auf. Nicht ständig wiederholen, dass irgendwas Gutes in ihrem Leben geschehen wird, die möchten selber entscheiden. Gut, kann ja jeder. Michael wird jetzt auch gleich selber entscheiden. Ich habe schon 15 Mal gehört, ihr würdet zu viel über Verkauf sprechen, ich meine. Ach so. Was gehört auch das Verkaufen in einen Tanzkurs? Hm. Ja, ich meine, wir gehen ja auch zum Bäcker, wenn das Auto kaputt ist, ne? Yes. Hm. Michael, und unter all den Gesichtspunkten, sag mal, aus deiner Sicht, ja, stell dir vor, wir sitzen da, setz dich schon mal ran, zücke schon mal, den brauchst du eigentlich gar nicht. Sag mal, aus deiner Sicht, welcher Punkt spricht jetzt gegen ein Training bei Bayreuther Training? Interessante Frage. Achtung, wenn du Freund bleiben möchtest. Ah, okay. Und sag mal, unter dem Gesichtspunkt Zeitaufwand, welche Punkte sprechen denn alle für ein Training bei Bayreuther Training? Ich frag doch nochmal, was sonst noch dagegen spricht. Nee. Mach mal. Ja, aber das ist doch dann weniger manipulativ. Nee, lass mal. Die Frage stelle ich sonst ehrlicher auch nicht. Schon ist ehrlicher, komm. Na gut, was spricht sonst noch gegen ein Training? Was spricht sonst noch gegen ein Training, außer der Zeitaufwand? Richtig. Siehst du, hat nämlich noch was. Siehst du? Wusste ich doch. Ja! Wunderbar. Der Preis. Der okay. Du bist mit dem SL hier und schreibst einen Preis auf, ja? Also ohne Worte. Gut. So sind sie die Bauern. Immer falschen bis zum Letzten. Was spricht denn alles für ein Training mit uns? Er ist tatsächlich Bauer und sehr erfolgreicher Landwirt. Er ist auf jeden Fall Schwabe. Er möchte nicht mehr unser Freund sein, ja? Sag mal, lieber Michael. Was spricht aus deiner Sicht nun für ein Training? Es gibt ja im Leben immer ein Für und Wider. Ja? Schreib einfach auf. Es muss nicht richtig sein. Hauptsache es steht da. Es muss nicht richtig sein, ja? Was spricht alles dafür, lieber Michael? Abgesehen von Umsatz, gibt es sonst noch Dinge, die aus deiner Sicht für Verkaufstrainings sprechen? Ihr schreibt ja, alles auf, ja, was dir einfällt. Ja. Alles, was dir einfällt. Ja. Wir lassen ihn erstmal ein bisschen schreiben. Ja, genau. Bietet sich immer an. Kann er völlig ruhig sein. So. Schreib so lange, wie du möchtest. Gibt es sonst noch Dinge, die dir einfallen, die dafür sprechen? Das ist kein Test. Du darfst, du darfst schreiben, was du möchtest. Oder fühlst du dich gerade so ein bisschen komisch, weil du weißt, du bist der Einzige, der vorn steht? Ja? Okay, das hast du ja überwunden, weil du hast ja mehr Selbstbewusstsein dazugelegt, richtig zugelegt. Also ja, das ist für dich selbstverständlich. Immerhin. Außerdem mit der Kriegsbemalung kann dich nichts mehr erschüttern. Ja? Also. So. So, Michael, haben wir eigentlich schon erzählt, dass Michael schon vorne stand und Udo Lindenberg gesungen hat? Also der hat keine Probleme mehr, irgendwo vor der Gruppe zu stehen. Geben wir dir mal das Mikro zurück. Jetzt mache ich mal, jetzt ziehe ich mal eine Hilfslinie, damit das jeder sehen kann. Pardon, ich ziehe eine Hilfslinie.
So. Wir können auch was anderes machen. Also, angenommen, das mache ich gleich, es handelt sich um eine Waage. Auf welcher Seite finden wir mehr Gewicht? Auf dieser, weil die Waage hier nach unten geht, sich nach rechts unten neigt. Ja? Also, die größeren Kartoffeln liegen hier, rechts. Und wenn du zwei Säcke Kartoffeln als Landwirt, ja, nehmen kannst für den gleichen Preis, links steht ein kleiner Sack und rechts ein großer Sack. Welchen Sack nimmst du, du Sack? Welchen Sack nimmst du, lieber Michael? Kommt darauf an, ob ich was zum Transportieren habe für die zwei Großen. Wenn ich die nicht wegkriege. Das ist der kleine und das ist der große. Für den gleichen Preis. Welchen Sack nimmst du? Den großen. Natürlich. Und alle anderen würden den großen auch nehmen. Es sei denn, es gibt irgendeinen Zweifler, der sagt, nee, den großen Sack nehme ich nicht. Der ist mir zu schwer für den gleichen Preis. Da ist ein Haken, da liegt bestimmt eine Leiche drin. Abwägetechnik resultiert aus der Beobachtung, dass immer das, was mehr Gewicht auf die Waage bringt, die Waage nach unten zieht. Und was wir hier machen ist, jeder Kunde hat auch Zweifel. Auch dann, wenn der Preis stimmt, wenn die Leistung stimmt, wenn alles stimmt, hat er noch Restzweifel. Die drücken sich manchmal in ganz unterschiedlichen Dingen aus. Das Interessante ist, als Verkäufer gehst du normalerweise über diese Restzweifel und unternimmst alles, damit der Kunde unterschreibt. Die Restzweifel werden meistens nie besprochen. Die Intelligenz in dieser Technik liegt darin, dass er hier beginnt, mit dir gemeinsam die Restzweifel offenzulegen, somit die Möglichkeit schafft, oder ihr beide die Möglichkeit schafft, Dinge, die unter der Oberfläche noch schlummern, frühzeitig präventiv zu beseitigen, um sie nicht im Untergrund weiter arbeiten und anwachsen zu lassen, weil die Dinge bleiben nämlich unerledigt, diese kleinen Mini-Zweifel. Und während der Laufzeit wachsen sie und bekommen irgendwann eine relativ stattliche Größe, bis sie mal aufploppen wie reife Eiterpickel. Und dann ist er nämlich Kündigungskandidat oder empfiehlt nicht mehr. Ein Verkäufer muss wissen, dass in jedem guten Geschäft auch eine Kehrseite existiert. Und jeden Kunden, den du aufforderst, mal etwas aufzuschreiben, was gegen den Abschluss spricht, der fühlt sich umso sicherer, weil er nun erkennt, dass wirklich an alles gedacht wurde, weil er sicher ist, dass nicht bestimmte Dinge übergangen wurden. Mehr Ehrlichkeit im Verkauf ist, glaube ich, gar nicht möglich. Eine Kleinigkeit weiß der Kunde allerdings nicht. Wir wollen ihm ja die Entscheidung erleichtern. Hätten wir ihm links, während er die Dinge, die gegen den Abschluss sprechen aus seiner Sicht, hätten wir hier noch ein paar Fragen gestellt, hätten wir noch mehrere Punkte bekommen. Ist eine Frage. Ob hier noch mehrere Punkte, ja, sicherlich wäre mir noch was eingefallen. Ja. Natürlich, und wenn wir jeden hier gefragt hätten, wäre die Liste vermutlich 7 Meter lang. Denn es gibt eine Menge Dinge, die gegen Verkaufstraining sprechen. Wenn das nicht geschieht, dann sprechen so gut wie alle Punkte gegen ein Verkaufstraining. Dann ist selbst ein Verkaufstraining für 1 Euro zu teuer. Stimmt's? Stimmt. Stimmt. Weil wir aber wissen, dass das Kundenauge natürlich nicht ganz dumm ist und wir greifen auf erlernte Muster zurück. Stellen wir einfach ein paar Fragen mehr und kitzeln, damit das optische Übergewicht zustande kommt, kitzeln wir hier mehr Punkte heraus. Was ist sonst noch, was für ein Training spricht? Was spricht sonst noch für einen Auftrag? Was spricht aus Ihrer Sicht außerdem noch für uns als Lieferanten? Was ist es sonst noch, was Sie begeistert? Achtung, wenn ich das als Verkäufer bis an die Spitze treiben möchte, gehe ich einfach hin und stelle hier noch ein paar Fragen aus der 12-Stufen-Technik, nämlich gehe an die unspezifischen Satzteile, wie zum Beispiel Gewinn, mehr
und so weiter und so fort nochmal ran und kann zusätzliche Informationen rechts eintragen. Stufe 5, Zoom-Technik. Das kann ich auch machen, wenn ich spüre, hier gibt es zwei Dinge, die dagegen sprechen und es fallen ihm nur drei rechts ein. Und er sagt, oh, das weiß ich jetzt nichts. Ja? Gut, du brauchst aber optisch noch ein paar Kartoffeln im rechten Sack. Was machst du? Was meinst du denn mit mehr, lieber Michael? Wenn du sagst, mehr Umsatz. Mit mehr meine ich, dass man ja, einmal das natürlich in Zahlen sieht, aber eigentlich auch vom Aufwand her. Also, dass man mit weniger Aufwand vielleicht gleich viel Umsatz hat. Also siehst du? Dann haben wir hier eine weitere Kartoffel, die wir rechts in die Waagschale legen können. Weniger Aufwand. Und dann kann ich als Verkäufer sammeln, sammeln, sammeln. Bei einer Immobilie, liebe Marisa. Raissa. Liebe Raissa, bei einer Immobilie, die ich verkaufe, gibt es eine Menge Dinge, die dagegen sprechen. Weil es viel mehr Gefahrenpotenziale gibt. Weil es viel mehr erklärungsbedürftige Details gibt, die ja gar nicht alle überblickt werden können in dem kleinen Menschenleben. Ja? Deshalb ist es wichtig, da kann es auch sogar sein, dass du hier 20 Punkte sammelst oder 30 Punkte und hier vielleicht 3, 4 stehen. Natürlich, du gehst taktisch vor. Du weißt, je mehr in der rechten Spalte steht, umso stärker entsteht dieses Bild. Okay? Das ist das, was dagegen spricht, und das spricht dafür. Das ist die Abwägetechnik. Ich kann sie aber noch ein Stückchen manipulativer einsetzen. Ja, erzähl doch gerne. Ja, ist doch schön. Ja, weil ja? Ist irgendwem was aufgefallen, als wir ihm die Fragen gestellt haben? Außer Nein. denen, die es schon wissen? Nein. Nicht. Außer, dass du sehr, sehr, sehr sanft vorgegangen bist. Mache ich ja immer. Mhm. Ich bin ja der Sanfte. Ja, das weiß ich. Wenn du mir nicht dazwischen gefunkt hättest, hätte es ja auch geklappt, weil ich erkläre euch ganz kurz, was ich gemacht habe. Oh. Ich habe ihm also erstmal natürlich in ein Gespräch verwickelt, das ist ja wichtig, damit er nicht ganz so mitkriegt, was ich ihm gleich für Fragen stelle. Und dann habe ich ihm die Frage gestellt, sag mal, lieber Michael, welcher Punkt spricht denn gegen ein Verkaufstraining? Und er hat angefangen, Zeitaufwand aufzuschreiben. Mhm. Als er fertig war, Vincent, habe ich ihm gleich die Frage gestellt, sag mal, was spricht denn aus deiner Sicht alles dafür? Wie du dieses Flipchart streichelst. Was denn? Also, hast du es mal beobachtet? Ah, was spricht denn hier alles dafür? Ja, was spricht so, also, alles dafür? Ich meine. Wir hatten aber in München schöneres Papier, ja. So weiß ja, ich stehen. Nicht, so Klopapiermäßig. Also, was aber passiert ist, wenn ich die Frage so stelle, ja, welcher Punkt spricht dagegen, was spricht alles dafür? Dann landet hier ein Punkt und hier landen automatisch mehr, weil hier frage ich ihn ja erstmal nur, welcher Punkt spricht dagegen. Was spricht, hier muss er auf die Suche gehen, hier, und ich war immer so frech und bin heute noch so frech, wenn hier einer bei dem, was spricht dagegen, 3 Sekunden zögert, ja, dann könnt ihr nett lächeln und sagen, ich sehe schon, spricht erstmal nichts dagegen, was spricht denn alles dafür? Und dann fangen die munter an zu schreiben, ja, und dann passiert genau das, was du hier aufgezeichnet hast, nämlich das überwindet.